Also die Puddings sind echt kein Problem. Die sind einfache Gegner, muss ich sogar sagen. Niemals ohne die Schatztruhe gehen. Ja, Vorsicht, aber mal speichern. Wird, glaube ich, nicht schaden. Ich glaube, aber der nächste Raum wird richtig blöd. Also ich meine, den in Erinnerung zu haben, dass er blöd ist. So, da kennen wir doch die Kollegen schon. Genau, der Kollege, der Verderbstanz einsetzt. Und der Typ, der richtig draufhauen kann. Krass. Ja, kostet es ja auch schon ohne unser Zutun, unter dem anderen Zutun halt schon so viel zieht. Ja, ist halt nicht zu unterschätzen, die Gegner. Die haben es schon. Die wissen schon, was sie tun. So, nur ein, das ist Supi. Reicht uns eigentlich auch, dass es nur einer ist. An sich sind die ja auch schon stark genug. Ach, zwei leider. Schade. Der Stikini ist doch wichtiger. Das sieht Hope leider anders. Der greift nämlich immer sofort den ersten. Das ist blöd. Kann man nichts machen. So, dann können wir uns die Schatztruhe endlich nehmen. So, diesmal nicht gesehen. Ach, ein Detonator ist auch noch dabei. Ja, klasse. Diesmal kämpfen wir gegen den Stärkeren, das ist einfach logischer. Der Typ da kann uns zwar jetzt gerade, wie es uns passiert ist. Ja, wir warten jetzt einfach, bis die anderen Gesichter. Ich kann nichts machen. Ja, schlafen deswegen.
Ja, passiert einfach mal. Wir sind jetzt einfach mal mitten durchgegangen, ne? Einfach so. So, keine Punkte, dann gehen wir einfach weiter. Ne, der nächste Raum ist richtig beschissen. Tja, die Leute da heißen schon was. Richtig beschissene Gegner. Aber die bewegen sich nicht alle, seht ihr, nur der linke hier bewegt sich. Und der dahinter. So, einen von denen können wir besiegen. Die sind nicht ohne. Das stimmt wirklich, die sind echt... Ohne sind die nicht... Die haben schon gewaltig was drauf. Besonders wenn dann später die Schwalbenklinge kommt, die ist richtig, richtig nervig. Der Typ an sich ist, naja... Er hat was drauf, das kann man sagen, und er dauert auch halt ziemlich lange. Ihr seht, er ist im Schockzustand und es dauert. So, Blitzschlag. Wir müssen nur aufpassen, wenn er halt... er ruft sie. Oder auch nicht? Okay, meistens ruft er nämlich eine Schwalbenklinge. Die Schwalbenklinge ist wirklich das, von dem man sagen muss, scheiße, schlimm. Also richtig schlimm ist das. Muss ich wirklich sagen, sobald die Schwalbenklinge kommt, der Gegner ist schwerer. Deswegen muss man immer aufpassen, dass er, wenn er sie ruft, dann ist er echt nicht zu lachen. Ja, die ist stärker als er jemals sein kann. Ja, die kann richtig, richtig derbe draufhauen. Deswegen muss man immer aufpassen oder ihn halt so schnell wie möglich besiegen, wie wir es jetzt gemacht haben. So, 512 Punkte. Für den Kollegen. Richtig, richtig übel. So, da hat er uns gesehen? Nein, hat er nicht. Klasse. Können wir ihm noch schön mal noch mehr Schaden geben. Aber an sich sieht er geil aus, muss man sagen. Sieht geil aus. Falscher. Na gut. Super, jetzt nicht geschafft. Er wollte sie gerade rufen. Ich glaube es, er wollte sie rufen. Ja, er wollte sie kurz vorrufen. Wir haben es geschafft, ihn vorher in den Schockzustand zu bringen. Glück für uns. Sehen wir die Schwalbenklinge jetzt noch nicht. Nee, die ist wirklich nicht lustig, die ist richtig übel. Empfehle ich absolut niemanden. So, da ist noch eine Truhe. Okay, eine Waffe für Sass, glaube ich, wie ich das so gesehen habe.
So, und das Teil aktivieren. Und ich glaube, es ist bald soweit. Ja, es folgt bald was richtig Beschissenes. Ja, es folgt wieder was Beschissenes. Nein, noch nicht die dritte Stufe. Mein Hasskörper. Nee, die... Da sind wir noch lange noch weit von entfernt. Ja gut, nicht allzu weit mehr, aber schon noch weit entfernt. Um zu sagen, noch alles okay. Herausfordern und Konter. Und gesteuerter Zorn. Sind wichtige Fähigkeiten, die wir noch benutzen bzw. benötigen. Dadurch wird der Verteidiger zu einem richtig guten Angreifer. Wirklich. Das ist dann schon echt praktisch. So, hier haben wir alles gemacht. Dann ist der Augmentor. Und sonst sammeln wir jetzt einfach nur noch Kristallpunkte, weil wir haben jetzt eigentlich so gut wie alles aufgelevelt. An den anderen werde ich mich nicht dran setzen. Nö, werde ich einfach nicht machen. Aus dem Grund, mitten im Text vergessen, was ich sagen wollte. Auch nicht schlecht. Vorbeute. Okay, die schwächere Form mal wieder. Na, umso besser für uns. Gegen starke Gegner zu kämpfen. Na, braucht nicht sein. Es reicht schon, dass die Bossgegner so heftig sind. Also teilweise, es gibt natürlich auch Bossgegner, die sind zum Gähnen. Hatten wir ja. Vor Bartandolos war ja dieser Flugtyp da. Das war ja eine Lachnummer. Das war ja wirklich die Ruhe vor dem Sturm, muss man sagen. Weil der Gegner echt nichts wert. So, dann gucken wir mal, wo die Schatztruhe war. Ach, die war da hinten. Okay. Ja, ich meine, hier wäre nämlich eine Schatztruhe auch gewesen. Deswegen gucke ich mal auf die Karte, dass hier und da meine Schatztruhe auch war. Ja, die Kobolde sind echt keine Gefahr. Waren die anderen Typen da mit Blitz Ra oder Gar oder so, da waren die schon echt übel. Ah, rufen können die. Ja. Die können mehrere rufen, ja. Das ist praktische Fähigkeit. Die müssen ja irgendwas haben, weil die gehen einfach zu schnell down. Oh, Hüter des Wissens. Ich habe keine Ahnung, warum ich die Trophäe bekommen habe. Weisheitsamulett. Kann ich die irgendjemandem geben? Nee. Gut, dann nicht. Ja, Weisheit ist wahrscheinlich irgendwas mit Magie oder so. So, leider wollte ich doch gar nicht rauf. Also wir sammeln jetzt erstmal die Kristallpunkte, die wir haben. Für später kriegen wir wahrscheinlich mehr. Ach. Ja, da habt ihr die Info für Einfällealbum gesehen. Ist nicht so lustig. Ja, dadurch sind die Gegner schon schwieriger. Hauptmann, dreimal.
Hau! Zweimal immer nur. Immer nur zweimal geheilt. Ich verstehe das nicht. Warum? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich war doch schon in so in dem Bereich, wo man mindestens drei machen musste. Ich weiß nicht. Luck and Hope. Er hat einfach fehlerhaft geheilt. Schade. Meine ich ja, das sind die Aussetzer von, dass man es einfach nicht versteht. Das macht keinen Sinn. Ah, geht doch. Ja, dauert einfach länger.